Ja, einen schönen guten Tag allerseits. Dann sind wir ja jetzt zusammengekommen, um uns mit der Lehrveranstaltung Sensortechnik zu beschäftigen. Am Anfang vielleicht ein paar organisatorische Dinge. Die Lehrveranstaltung wird in diesem Semester ähnlich durchgeführt wie die Analog- und Digitaltechnik im letzten Semester. Das heißt, die Vorlesung werde ich, wenn es funktioniert, komplett auf Video aufnehmen und dann beim Elias einstellen. Sie haben eine Stunde neben den Vorlesungen eine Stunde Übung pro Woche und da werden wir alle 2 Wochen eine 2-stündige Zoom-Session durchführen, in der Sie dann Fragen stellen können und Sie unter meiner Oberaufsicht dann Aufgaben auch rechnen können. Zum Dritten machen wir auch ein Praktikum und das Praktikum wird, so wie es aussieht, komplett als reales Praktikum bei uns im Labor durchgeführt und die näheren Einzelheiten, die werden Sie dann noch zu gegebener Zeit erfahren. Im Elias finden Sie dann auch weitere Unterlagen und Sie finden mindestens zwei Skripte. Die Skripte sind auch tatsächlich jetzt ein bisschen schöner aufgemacht als die Skripte in der Analog- und Digitaltechnik. Und wie gesagt, es sind zwei Skripte, die Sie finden. Zum einen sehen Sie hier eines, das nennt sich Sensortechnik Band 1, die Grundlagen von Sensoren. Und eines, das nennt sich Sensortechnik Band 2, Anwendungen von Sensoren und Fallstudien. In einem der berufsbegleitenden Studiengänge habe ich eine Veranstaltung, in der die Studierenden, die ja alle berufstätig sind, über ein sensortechnisches Thema aus ihrem beruflichen Umfeld ein Referat halten sollen. Und das mache ich jetzt ja schon seit einigen Jahren, bestimmt schon seit 10 Jahren. Und auf die Art und Weise habe ich auch eine ganze Reihe von neuen Anwendungen und Anwendungsbereichen von Sensoren kennengelernt. Und die finden Sie dann alle, wenn nicht alle, aber die interessantesten, die finden Sie dann in diesem Band 2, Anwendung von Sensoren und Fallstudien. Da es ja für Studierende immer wichtig ist, zu erfahren, was ist denn für die Klausur wichtig. Das, was hier in der Vorlesung gemacht wird und was auf diesem Skript Grundlagen von Sensoren aufbaut, das ist für die Klausur von Relevanz. Dieser Band 2, der soll Ihnen im Grunde genommen als so eine Art Einführung und Übersicht über die Sensortechnik dienen. Das heißt, das, was hier drin dargestellt wird, wird sicherlich nicht in einer Klausur abgefragt, kann Ihnen aber vielleicht doch einen Überblick darüber geben, was in der Sensortechnik heutzutage alles gemacht wird und was heutzutage so möglich ist. Ja, zum Schluss wird eine Klausur geschrieben und die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum ist wie üblich dann auch Voraussetzung, um die Klausur mitschreiben zu dürfen. Ja, so viel vielleicht an organisatorischem. Wenn man so eine Lehrveranstaltung macht, soll man ja am Anfang einen Überblick geben und die Studierenden motivieren, was so wichtig, was so interessant an dem Fach, das jetzt vorgestellt wird, sein könnte. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle einfach hier aus diesem Skript 2 Anwendungen und Fallstudien von Sensoren so mal einiges vor. Wenn man in das Inhaltsverzeichnis reinschaut, ich halte das jetzt einfach auch mal hier hin, müsste man ja schon fast lesen können. Ja, dann sehen Sie hier von Themen wie der optischen Blutdruckmessung über die Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit bei Autofahrern, über solche Themen wie Foliendicke bei der Extrusion oder die Messung von Druckverteilungen, geht es also bis zu Sensoren bei der Feuerwehr oder Sensoren im Herd wie dem Miele Temperaturcontrol. Wir sehen also Anwendungsfelder, die vom Haushalt über die Industrie hin zum Auto gehen. Und ja, also gerade durch die technischen Entwicklungen der letzten 20 Jahre hat sich ja herausgestellt, dass tatsächlich Sensoren immer kleiner werden, dass Sensoren mit
entsprechender Intelligenz in kleinen Chips aufgebaut werden können. Das hat Folgendes zur Konsequenz: Die Herstellmethoden für solche miniaturisierten kleinen und hochintelligenten Sensoren, diese Herstellmethoden sind ausgesprochen teuer. Und insofern lohnen die sich eigentlich nur, wenn man relativ große Stückzahlen herstellt. Diese hohen Stückzahlen können dann beispielsweise als Pilotanwendung oft in der Automobilindustrie realisiert werden. Und dann hat man den Effekt, dass dann eine Technologie aufgebaut worden ist, die kleine, leistungsfähige Sensoren herstellen kann. Diese Sensoren erobern sich dann weitere Anwendungsgebiete. Das führt dazu, dass noch mehr von solchen Sensoren und solchen Sensorsystemen fabriziert werden können. Das wiederum erweitert nicht nur die Anwendungsgebiete, sondern reduziert auch die Kosten, um solche Sensoren herzustellen. Und insofern fängt dann also dann so eine Art von Kreislauf an, der im Grunde genommen so abläuft: Sensoren werden leistungsfähiger, werden kleiner, werden billiger, können in mehr Bereichen eingesetzt werden. Dadurch werden die Stückzahlen weiter erhöht. Das reduziert die Kosten. Das ermöglicht es, weitere Investitionen zu tätigen. Und auf die Art und Weise hat man jetzt in den letzten 15, 20 Jahren also eine Revolution von Sensoranwendungen gesehen. Ich will das jetzt nicht vorführen, aber Sie können bei YouTube kleine Videos finden, wo da mal dargestellt wird, welche Art von Sensoren und wie viele Sensoren hier in so einem Smartphone eigentlich drin sind. Ich mache eine Vorlesung auch in Bildverarbeitung und da mache ich mir manchmal den Spaß, eine Kamera, die ich vor 30 Jahren, als ich an dieser Institution angefangen habe, von der Firma Siemens, wo ich vorher gearbeitet habe, mitgebracht habe. Dass ich diese Kamera mal mit in den Hörsaal reinbringe, und das ist halt eine alte Röhrenkamera. So eine Röhrenkamera ist so groß und wiegt schätzungsweise, ja, größenordnungsmäßig 10 Kilogramm. Dass diese Größe und dass dieses Gewicht schon entscheidende Parameter sind, um viele Anwendungsbereiche auszuschließen, ist ja völlig klar. Wenn man sich jetzt anschaut, dass so ein Telefon, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hier hinten drei Kameras drin hat. Drei Kameras, teilweise auch mit einem mechanisch verstellbaren Zoom-Objektiv. Hier vorne noch mindestens eine vierte Kamera, mit der man dann die Selfies aufnehmen kann. Dann ist klar, dass diese Anzahl von Kameras nur realisiert werden kann in einem derartig kleinen System, wenn es eben neue Herstelltechniken gibt, die das auch ermöglichen. Wenn man sich mal anschaut, wie groß vor 30 Jahren ein Magnetfeldmessgerät war, dann war das auch so irgendwie diese Größenordnung. Heute haben sie mehrere Magnetfeldsensoren hier drin, Magnetfeldsensoren, die dazu führen, dass man mit dem Telefon einen Kompass ersetzen kann. Magnetfeldsensoren, die feststellen, dass der Magnet, der hier in der Klappe drin sitzt, registriert wird, sodass man also feststellen kann, das Telefon oder der Deckel ist geschlossen bzw. der Deckel ist offen. Neben den Kameras finden Sie hier Helligkeitssensoren, mit denen dann auch die Helligkeit des Displays gesteuert wird. Man hat, und das kann man ja letzten Endes auch als Sensoren bezeichnen, GPS-Empfänger hier drin, mit denen dann halt über die Satelliten, die um uns rumschwirren, feststellen kann, an welcher Stelle befinde ich mich denn jetzt eigentlich und so weiter und so fort. Das heißt, eine Vielzahl von Sensoren findet man heute in den allergewöhnlichsten Produkten. Und das führt eben dazu, dass die Produkte auch immer mehr Computerleistung, Rechenleistung, teilweise wird es ja sozusagen intelligente Leistungen dann durchführen können. Ja, und diese Entwicklung, die macht sich dann zum Beispiel bemerkbar in einem Sensor wie der optischen Blutdruckmessung. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier alles an die Wand werfen kann. Das ist also jetzt
Das erste Beispiel, was wir in dem Skript Fallstudien hier dann sehen. So, Corona-bedingt sind wir ja im letzten Semester nicht in der Lage gewesen, ein schönes Praktikum in der Analog- und Digitaltechnik durchzuführen. Wo ist denn jetzt das Zeigestückchen? Und insofern waren Sie ja im letzten Semester gezwungen, das Analog- und Digitaltechnik-Praktikum als Simulation durchzuführen. Hätten Sie das Praktikum real durchgeführt, dann hätten Sie einen derartigen Sensor schon im allerersten Versuch des AD-Technik-Praktikums aufgebaut. Ein Sensor, um erst einmal die Herzfrequenz zu messen. Und der Sensor ist ausgesprochen simpel. Vielleicht haben Sie das schon mal festgestellt, wenn Sie im Dunkeln mit einer Taschenlampe durch den Daumen leuchten, dann sehen Sie, ja, dass der Daumen dann rot leuchtet. Das hat halt damit zu tun, dass das Licht, was von der Taschenlampe ausgesendet wird, im Daumen zwar absorbiert wird, aber tatsächlich auch noch zumindest teilweise durch den Daumen durchgeht. Das heißt also letzten Endes, Licht, das hier ausgesendet wird von einer Taschenlampe oder etwas elaborierter, dann halt von einer LED, dieses Licht kann durch den Daumen hindurchtreten und kommt auf der anderen Seite des Daumens wieder heraus. Wenn man jetzt hier einen Fotodetektor, einen Lichtdetektor installiert, dann misst dieser Lichtdetektor halt, wie viel von dem Licht, das hier ausgesendet wird, hier wieder ankommt. In dem AD-Technik-Praktikum hätte man hier eine Birne und hier einen sogenannten Fotowiderstand, auf dessen Funktionsweise wir in der Vorlesung noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen werden, installiert. So ein Fotowiderstand, der ändert halt seinen Widerstand entsprechend der Lichtintensität, die auftrifft, nach dem Motto, je mehr Licht, desto kleiner der Widerstand. Das Licht wird also jetzt hier im Daumen absorbiert, kommt hier an. Das Licht wird zum großen Teil nicht nur sozusagen im Fleisch und des Daumens absorbiert, sondern wird zum großen Teil im Blut des Daumens absorbiert. Das führt dazu, je mehr Blut im Daumen drin ist, umso weniger Licht kommt durch. Nun kann man sich überlegen, dass je nach Phase des Herzschlages, Blut wird durch die Adern gepumpt oder wird halt gerade nicht gepumpt, hier mehr oder weniger Blut drin ist. Und das führt dazu, dass die Blutmenge hier im Daumen vom Herzschlag sozusagen moduliert wird. Das heißt, in der Hochdruckphase hat man mehr Blut drin, in der Niedrigdruckphase ist ja weniger Blut drin. Und das heißt, die Lichtintensität, die hier durchtritt, die wird halt entsprechend der Blutmenge im Daumen und damit entsprechend der Phase des Herzschlages sozusagen moduliert und man sieht hier eine kleine Widerstandsänderung, je nachdem, ob jetzt hier die Hochdruck- oder die Niederdruckphase ist. Ja, und das kann dann eben weiter ausgewertet werden. Das heißt, man muss jetzt hier einfach diese zeitlich variable Intensität messen und bekommt dann eine Information über die Pulsfrequenz. Dieses Prinzip kann jetzt nun weiter fortgeführt werden. Und zwar kann man sich jetzt auch vorstellen, dass die Menge an Blut, die hier drin ist im Daumen, auch noch tatsächlich davon abhängt, wie hoch der absolute Blutdruck ist. Das heißt also, Menschen mit einem niedrigen Blutdruck werden dann möglicherweise hier etwas weniger Blut drin haben und Menschen mit einem hohen Blutdruck werden eine größere Blutmenge hier drin haben. Und das heißt, das, was jetzt hier durchkommt an Licht, hängt tatsächlich sogar auch noch vom Blutdruck ab. Das ist jetzt nun kein einfacher Zusammenhang und insofern musste man da viel an Forschung reinstecken. Aber tatsächlich scheint es jetzt so zu sein, zumindest im Laborstadium, neuere Daten habe ich hier ehrlich gesagt nicht gefunden, ist man also jetzt in der Lage, auf die Art und Weise einfach dadurch, dass man hier durch den Daumen das Licht durchschickt, kann man also dann tatsächlich den Blutdruck messen, ohne dass man hier diese etwas unhandlichen Manschetten anlegen muss und lange warten muss.
Ja, hier sind jetzt noch ein paar weitere Informationen. Aber, und das ist ein Punkt, den habe ich hier in diesem Skript nicht aufgenommen, weil das ein Punkt ist, der in dem anderen Skript, also sozusagen in der regulären Lehrveranstaltung, noch ein bisschen intensiver behandelt wird, aber auf den ich jetzt schon mal hinweisen möchte. Man kann mit diesem einfachen Prinzip tatsächlich auch noch etwas Drittes messen. Also nicht nur die Pulsfrequenz, nicht nur, wie jetzt hier im Laborstadium, den Blutdruck, sondern man kann sogar die Sauerstoffsättigung messen. Man hat nämlich festgestellt, dass Blut Licht absorbiert, aber abhängig davon, wie hoch die Sauerstoffbelastung des Blutes ist. Und zwar hat man bei unterschiedlichen Lichtwellenlängen folgendes Phänomen. Es gibt Lichtwellenlängen, bei denen ist die Absorption praktisch unabhängig vom Sauerstoffgehalt des Blutes. Und es gibt andere Lichtwellenlängen, bei denen hängt die Absorption stark vom Sauerstoffgehalt ab. Wenn man also jetzt mit zwei unterschiedlichen Wellenlängen, also letzten Endes mit zwei LEDs mit unterschiedlichen Wellenlängen arbeitet und mal die eine und mal die andere Wellenlänge durchschickt, dann wird man feststellen, die eine Intensität, die hängt dann nur davon ab, sozusagen wie viel Blut insgesamt im Daumen drin ist und wie viel Fleisch und Haut und so weiter. Die andere Wellenlänge, die Intensität bei der anderen Wellenlänge, hängt auch noch davon ab, wie groß der Sauerstoffanteil im Blut ist. Und auf die Art und Weise kann man dann tatsächlich bei entsprechender Auswertung und bei entsprechender Sorgfalt bei der Herstellung des Sensors den Sauerstoffgehalt des Blutes messen, also die Sauerstoffkonzentration im Blut messen. Und dazu gibt es also tatsächlich inzwischen schon fertige kleine Sensorsysteme, auf die muss man nur noch den Daumen drauflegen. Und dann wird der Sauerstoffgehalt gemessen. Teilweise, glaube ich, gibt es sogar Handys, in derartiger Sensor schon integriert ist. Dabei wird dann auch Folgendes ausgenutzt. Hier wird das Licht sozusagen auf der einen Seite erzeugt und auf der anderen Seite gemessen. Man kann aber auch, das erfordert dann halt eine etwas andere Auswertung, man kann aber auch sozusagen von der gleichen Seite aus Licht einstrahlen und dann das zurückreflektierte Licht messen, also sozusagen die LED auch hier unten anbringen, dann in die Richtung strahlen und das, was zurückkommt, das wird dann ausgewertet. Das ist dann vom mechanischen Aufbau her möglicherweise noch einfacher, als wenn man da mit so einer Durchlichtanordnung messen würde. Das heißt, hier haben wir also eine Anwendung, die für die Medizin von Interesse ist, die aber auch, wenn man sich anschaut, wie viele Hobbysportler inzwischen ihre Körperparameter, ihre Leistungsparameter mit dem Telefon erfassen, die aber sicherlich dann auch für Sportler im professionellen Bereich, aber eben auch im Hobbybereich inzwischen von Interesse sein kann. Vor einiger Zeit hatte ich eine Bachelorarbeit bei einem Automobilzulieferer zu betreuen. Und da hat sich der Student mit der Frage beschäftigt, welche Sensoren kann man sich denn im Fahrgastraum des Autos vorstellen, beziehungsweise welche Sensoren sind im Fahrgastraum des Automobils heute schon möglich, um festzustellen, ob die Fahrerin überhaupt noch fahrtüchtig ist. Die Systeme, die ja heute schon im Einsatz sind, sind so Systeme, wo eine Kamera beispielsweise über dem Rückspiegel sitzt. Die Kamera schaut auf die fahrende Person, erkennt die Augen und misst die Lidfrequenz. Also sie misst, wie schnell die Augenlider geschlossen werden, wie häufig oder nicht nur wie schnell, sondern wie häufig die Augenlider pro Zeit geschlossen werden. Und dann weiß man halt, wenn man müde ist, dann ist die Lidfrequenz eine andere, als wenn man wach ist. Und auf die Art und Weise kann man dann ermitteln, dass die Fahrerin oder der Fahrer müde wird und ein entsprechendes Warnsignal rausgeben. Und der schöne Satz, den ich aus der Arbeit dann genommen habe,
Das will ich doch jetzt gar nicht. Wie kriege ich das denn jetzt hier? Ja. Die Geheimnisse der Software. Der Satz, auf den ich so nett fand, ist dieser hier. Von hier bis da. Da das Fahren ja immer weiter automatisiert wird, muss der Fahrer das Fahrzeug ja immer weniger selber überwachen. Und was man dann feststellt ist, je weniger der Fahrer oder die Fahrerin das Fahrzeug überwachen muss, desto mehr muss das Fahrzeug die fahrende Person überwachen. Um halt festzustellen, ob die fahrende Person überhaupt noch anwesend ist, ob sie schläft, wach ist, E-Mails liest oder vielleicht sogar schon das Land der Lebenden verlassen hat. Und dabei stellt man fest, dass eine ganze Reihe Anwendungen aus der Medizintechnik inzwischen versucht werden. Und eine Anwendung, die ich also ganz besonders interessant fand, weil sie doch schon ziemlich exotisch und elaboriert ist, ist die, während des Fahrens das EKG der fahrenden Person aufzunehmen. Das fand ich eine witzige Anwendung. Wenn Sie im letzten Semester das Praktikum AD-Technik gemacht hätten, dann hätten Sie ja auch als dritten Versuch im analogen Teil selber